Herzlich willkommen zu unserer Reportage. Ich stehe hier auf dem Altmarkt und hinter mir sehen Sie den Kulturpalast. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist Ecke Ziegler. Ich bin die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der städtischen Bibliotheken. Wie alt ist denn ungefähr diese Bibliothek? Diese Bibliothek ist ganz neu. Wir haben ja erst am 29. April diesen Jahres eröffnet hier an diesem Standort. Vorher waren wir 20 Jahre lang im Wörthrethcenter, die Haupt- und Musikbibliothek. Und wie gesagt, jetzt sind wir am 29.04. gemeinsam mit der Dresdner Philharmonie und der Herkuleskeule hier in diesen schönen neuen Kulturpalast gezogen. Okay. Was schätzen Sie mal, wie viele Bücher gibt es hier circa? Also wir haben hier Bücher, ich würde sagen Medien. Ne? Wir haben ja nicht nur Bücher auszuleihen, bei uns gibt es ja auch CDs, DVDs, Blu-rays, Spiele, ja, also auch andere Medien. Das sind ungefähr 280.000 hier in diesem Haus. Und wie finden Sie die neue Bibo? Ich finde die ganz große Klasse. So mitten im Zentrum mit einem wahnsinnig tollen Blick hier auf den Altmarkt und ja, daneben die Frauenkirche, das Schloss, die Gemäldegalerie. Also zentraler kann eigentlich die Bibliothek nicht sein. Wir befinden uns jetzt in der Bibo und jetzt springen wir mal ganz schnell in die Ausstellung. Oh, das ging aber schnell. Jetzt sind wir schon in der Ausstellung und neben mir ist Frau Schnee. Sie wird uns ein paar interessante Fakten über dieses Bild erzählen. Das Bild heißt ja der Weg der roten Fahne. Was zeigt das Bild denn? Das Bild stammt wie der Kulturpalast aus der Zeit der DDR. Damals war Deutschland geteilt und die DDR war eine Diktatur, in der eine Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, mit Unterstützung der Sowjetunion an der Macht war. Und das Bild zeigt von links nach rechts Personen und Ereignisse der Geschichte, auf die sich die Machthaber in der DDR beriefen, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Ganz viel kommt die Farbe Rot im Bild vor. Rot ist die Farbe der Arbeiterbewegung. Das Bild zeigt Geschichte und es ist selber Geschichte. Es sollte den Betrachter überzeugen, dass die DDR ganz toll ist. Und deshalb wurde auch so viel darüber diskutiert, ob das Bild bleiben darf oder ob man es abnehmen sollte. Und man hat sich dafür entschieden, dass das Bild bleibt. Und so kann es allen Betrachtern ein Stück deutsche Geschichte zeigen und erzählen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat das kurze Video über den Kulturpalast gefallen. Hallo und willkommen zur Reportage über den Kulturpalast. Wir stehen jetzt im Foyer vom Kulturpalast. Hier kommen die Leute rein und raus. Jetzt sind wir in der Zwischenetage. Das ist eine Zwischenetage, wo die Decke ganz schön weit unten ist. Und ja, da geht es noch einmal die Treppe hoch und hier unten sehen wir noch einmal das Foyer. Ja, ich befinde mich jetzt hier in der Bibliothek. Genau, hier gibt es viele Durchgänge, viele kleine Durchgänge, schmale Durchgänge. Aber ich glaube, es gibt hier wirklich ziemlich viele Bücher. Hier haben wir auch nochmal eine schöne Aussicht auf nach draußen.
das war auch schon unsere Reportage über den Kulturpalast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, auf Wiedersehen! Herzlich willkommen zu unserer Quizshow über den Kulturpalast. Ich habe auch schon einen Gast gefunden. Ich will erst mal wissen, wie Sie heißen. Ursula Behrens. Okay. Auch herzlich willkommen zu unserer Quizshow. Schön, dass Sie da sind. Bitte. Die erste Frage. Wozu dient der Kulturpalast hauptsächlich im Moment? A. Eisverkauf und Süßwarenladen. B. Sporthalle und Schwimmhalle, C. Museum und Schule oder D. Konzerthalle und Bibliothek. Ja, das Konzerthalle natürlich und Bibliothek und ja, da will ich gerade jetzt richtig hin. Das Letztere denke ich, also D. Ja, das war richtig. Das ist leicht. Das ist D, Konzerthalle und Bibliothek. Richtig. Der Kulturpalast dient im Moment hauptsächlich als Konzertsaal und Bibliothek. Frage. In welchem Jahr wurde der Kulturpalast erstmals eröffnet? A. 1962, B. 1969, ja. C. 1965 und oder D. 1976. 1969. Richtig, also ich habe schon das Jahr gehört. Ich denke 1965. Ist das richtig? Weiß ich jetzt nicht. Diese Antwort ist falsch. Ich glaube, das war nach dem Krieg in den 1960er Jahren, würde ich sagen. Da gibt es ja jetzt drei Antworten, ne? Ja. Vielleicht 1965 tippe ich. Leider falsch. Der Kulturpalast wurde 1969 erstmals eröffnet. Die dritte Frage. Wer ist der Architekt des Kulturpalastes? A. Matthäus Pöppelmann. B. Hans Erlwein. C. Wolfgang Hensch oder D. Gottfried Semper. Wolfgang Hensch.
auch richtig. Natürlich. C, aber ich rate mal nur. Und? Falsch. Richtig. Oh. Wolfgang Hensch. Richtig. Der Chefarchitekt, der den Kulturpalast bauen sollte, war Wolfgang Hensch. Gut. Nun die letzte, die vierte Frage. Wie viele Sitzplätze umfasst der neue Konzertsaal? A. 2500. B. 1520. C. 960. Oder D. 1760. Ich glaube B. Nein, das war leider falsch. Ich glaube 2500. Nein, leider falsch. Die richtige Antwort ist diesmal D. Also zwischen unter 1000 und 2000. Ich würde sagen D. 1760. Das war richtig. Juhu, geraten. Der neue Konzertsaal umfasst 1760 Sitzplätze. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light.